Moin moin Leute, ich bin Lekopus Brain oder einfach nur Jan und begrüße gerade dich zurück zu Mario und Luigi Superstar Saga. Und wir haben einen Mitgliedsausweis. Gucke mal. Was? Das ist doch ein Mitgliedsausweis. Klar, dann dürft ihr auch ins Lager, kein Problem. Und jetzt treffen wir wahrscheinlich den Retef Billy. Okay, bin ich mal gespannt, wie der Retef Billy so aussieht. So, jetzt ist das Blinkeding also im Lagerhaus, aber wie sollen wir es aufbewahren? Gebt mir das ruhig, ich helfe euch dabei. Ja, was? Ihr sagt ja also... Das Blinke-Ding hier ist ein Fragment der Sternbohne, so. Und ihr seid auf der Suche nach dem Ding bis hier gekommen. Ja. So, ihr seid also scharf auf das Ding. Naja, wir haben sowieso keine rechte Verwendung dafür. Aber das Ding hat uns die Tür zertrümmert, umsonst. Bekommt ihr das nicht? Also gut. Holt den armen Billy da vorne aus der Wand raus. Dann sollt ihr das Blinke-Ding haben. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Das ist nämlich der Deal. Okay, kann man da irgendwo weiter... okay, irgendwas müssen wir tun hier. Kommt her und seht ihn an, das ist der bedauernswerte dicke Billy. Hat zu viel gebechert und jetzt steckt er in der Wand fest. Findet auch die Bombe nicht mehr, mit der er die Wand sprengen kann. Da kann man nichts mehr machen. Was soll nur aus Billy werden? Du tust mir so leid. Oh Mann, ich glaube, der Witzwein ist mir ein wenig in die Knochen gestiegen. Wie sieht's aus? Wollt ihr vielleicht auch einen Schluck? Oder zwei? Ja, was machen wir mit ihm? Er findet auch die Bombe nicht mehr. Müssen wir jetzt eine Bombe suchen? Das Ding ist, wir reden halt immer direkt mit ihm, wenn wir jetzt hier an ihm dran stehen. Nee. Hol den armen Billy da vorne aus der Wand raus. Ja. Wie? Findet auch die Bombe nicht mehr, mit der er die Wand sprengen kann. Ist die eventuell hier drin? Nee. Irgendwer muss doch wissen... wo eine Bombe ist oder so. Schon okay, dürft passieren. Danke. Kuss. Billy wird von Tag zu Tag. Die Risse in der Wand. Was? Ja, ich hab's schon gelesen von hinten. Danke. Die Bombe. Was ist das hier? Das verfaulte Deck da habe ich eben erst notdürftig repariert, also passt gefälligst auf. Ach, guck mal, hier waren wir noch nicht. Aha. Was? Ihr fragt euch, was dieses Schiff in der Wüste macht? Das ist doch klar. Wir befinden uns auf einem gesunkenen Frachter, okay? Und es ist Ewigkeiten her, dass dieser Frachter gesunken ist. Da ist uns das Meer ganz einfach unter den Planken weggetrocknet. War aber auch eine lange Zeit. Unsere Körper sind auch noch Knochen, wie ihr seht. Ja, I see that. Wir finden doch jetzt hier nicht random eine Bombe. Das fände ich irgendwie weird. Aber er hat hier ja auch keine Bombe oder so. Weil ich wüsste nicht, wie man sonst das wegsprengen kann. Vielleicht kann man irgendwie unten anders in das Schiff rein? Ich überlege gerade nämlich schon die ganze Zeit, welche Aktion wir verwenden könnten. Okay, hier geht's nur zurück. Das wird auch keine Option sein. Das muss also irgendwo... Hier waren wir noch nicht, ne? Ah, okay, da kommen wir nur da raus. Hammer bringt nichts. Wir können nicht unter ihn gehen. Wir können nicht in einen anderen Raum irgendwie da reingehen. Aha. Schwierig. Hier ist auch nirgendwo irgendwo was versteckt oder so. Das kann man nicht lesen.
Wenn man halt irgendwie hier so drunter könnte und dann hier irgendwie was rausholen könnte. Findet auch die Bombe nicht mehr, mit der er die Wand sprengen kann. Ja. Ich auch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich stehe gerade so hart auf dem Schlauch, was wir machen sollen. Es gibt ja auch kein Item oder so, was eine Bombe ist, was wir jetzt irgendwie rausholen könnten oder so. Aber auch keiner verrät einem irgendwie jetzt gerade einen Hinweis. Außer, dass wir wissen, dass es wohl irgendwie eine Bombe gibt. Und hier ist halt die einzige Planke, die irgendwie auffällig ist, ist die hier. Wow. Doch so einfach. Gottes Willen hat das lang gedauert. Ich hoffe, einer von euch beim Spielen hatte genau das Problem und wusste nicht ganz genau, wo lang. Wir haben die Bombe gefunden. Und ab geht die Fahrt. Oi, oi, oi. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Das Schiff läuft voll Sand. Oh nein, geht wir unter. In Sand? Fahren wir los? What is happening? Ich glaube, wir fahren. Ha! Der fette Billy ist der Einzige, der die da feststecken lassen hat. Hey, was ist da los? Kapitän, das Meer! Das echte Meer! Endlich, das Meer! Ein neues Leben für die Kichererbse! Oh nein! Nein, wie traurig! Titanic all over again! Nein! Alarm! Alarm! Every night in my dreams I see you, I feel you. Warum kenne ich den Text von dem Lied so gut? Weil es ein Klassiker ist, okay? Das Leuchtedings. Natürlich geht das jetzt hier raus. Wie die da rausgerutscht sind. Nein. Warum hast du ein Eigenleben? Du bist ein Teil einer Bohne. Why do you have your own movement? I don't see enough movement. New York, step it up. Ah, super. Ich glaube, das mit diesen vier Teilen, das wird sich noch ein bisschen länger ziehen. Oh nein, ich hoffe nicht, dass jetzt irgendein Oktopus das kriegt. Das geht jetzt da unten rein. Aha, da, wo wir beim letzten Mal nicht lang konnten. Will you look at that? Das Ding ist, da konnten wir doch nicht rein. Was machen wir jetzt hier? Von was ist das denn verschlossen? Umleitung zur Lachlagune. Ja. Muss ich denn jetzt erst wieder hier lang und dann irgendwie einen Umweg finden? Es gab doch keinen anderen Weg, oder? Nee, das geht jetzt ja in eine andere Richtung. Hier brauchen wir auf jeden Fall einen hohen Sprung. Safe.
Och nein, meine... Was ist denn mit der Capture Card jetzt neuerdings los? Warum hängt die sich immer auf? Mann. Tut mir leid, Freunde. Ich habe keine Ahnung, woran das immer liegt. I'm sorry. Ja, auf jeden Fall, das Schiff haben wir jetzt zum Kentern gebracht. Aber das ist doch das Logo der Piraten. Das ist das Logo der Piraten. Neue Musik übrigens. Hell yeah. Wo geht's hier links lang? In eine Röhre, natürlich. Da kann man nur in die Röhre gucken. I'm sorry. Ja, mit den Piraten will... Das will doch niemand mehr mit uns reden. Wir kommen da doch nicht mal mehr rein. I'm sorry. Gucken wir mal einmal auf die Karte. Da geht's nach oben noch weiter. Wir wollen ja eigentlich nicht nach oben. Da wollen wir rein. But how diddly do we do that? Wo ging's hier lang? Nach oben? Wie gesagt, es gibt ja wohl einen Weg nach oben. Hier. Aber den können wir nicht passieren. Ich habe sogar einen Mitgliedsausweis. Umleitung zur Lachlagune. Au. Oh. Muss ich dann jetzt vielleicht irgendwie erst oben an die Oberfläche und dann nochmal irgendwo weiter unten runterkommen? I don't know. Level 19. Wir sind 6 Level über euch. Jetzt denkt man nicht, dass ihr irgendwie viel ausrichten könnt, Freunde. Tschüssi. Umleitung zur Lachlagune. Ei, das, was wir mit Luigi vorgespielt haben, ist jetzt gar nicht mehr so ein großer Vorsprung. Weil Mario auch voll viele Lebenspunkte hatte. Na super. Ich habe ehrlich gesagt wirklich keinen blassen Schimmer, wie wir da reinkommen sollen. Ist nicht so, als hätten wir jetzt gerade irgendwie einen neuen Move oder so gelernt, den man jetzt nutzen könnte. Nee. Es geht hier halt überall nach unten noch weiter. Dementsprechend... So sieht es da zumindest auf der Karte aus. Ja, so viel dazu. Aber ich glaube nicht wirklich, dass es da lang geht. Weil wir mitten auf der Insel sind. Ha! Das kann doch nicht wahr sein! Ich glaube ehrlich gesagt, ich habe schon alles, was ich brauche. Nur ich bin gerade ein kleiner Idiot und habe keine Ahnung, was ich tun muss. Das Ding ist, der Pirat ist doch mit uns runtergekommen. Als das Schiff gestrandet ist, ist der doch irgendwie mit hier irgendwo runtergeplumpst. Müssen wir den eventuell suchen? Ist der hier irgendwo? Weil ich kann mich jetzt nicht hier vorstellen, einfach A drücken oder so. Won't work. Oh. Schön immer hochschwimmen.
Gut so. Jawohl. Nee, dann kommen wir da oben nämlich auch nicht lang. Wie kommen wir zu den Piraten rein? Hier leuchtet jetzt auch nicht irgendwie wieder eine Planke, auf die man draufhauen müsste. Wo kommt man jetzt hier raus, wenn man hier hochgeht? Vielleicht ist das ja ein Hinweis, dass wir da jetzt sehen, oh, da kommen wir nicht durch. Also müssen wir erst hier hoch und dann unten irgendwie anders in die Lagune gehen. Oh Gott, das könnte sogar sehr, sehr gut sein. Ja. Surferparadies, da brauchen wir erst den stärkeren Hammer, den wir noch nicht haben. Bestimmt hier unten, da müssen wir rein. Oh Gott, da hätte man vorher drauf kommen können. Und ich laufe hier einen ganzen Part lang rum. Es tut mir so leid, Freunde. Ich glaube, das war eigentlich ziemlich offensichtlich, was wir tun müssen. But I'm just a little idiot. Jetzt müssen wir gegen so eine Pupsbombe umkämpfen. Wir bringen die jetzt eh instant. Oh nein, wir sind nicht drauf ge... Ihr seid Level 26? Bitch, what? Ist es richtig, dass wir hier sind? Ich glaube nicht, dass das richtig ist, dass wir hier sind. Es kann doch nicht sein, dass wir plötzlich unterlevelt sind. Wir waren immer overlevelt. Ich habe Angst. Ich habe gehofft, dass die Bonbons ein bisschen krasser explodieren. Und irgendwie die Gumbachse da hinten mitnehmen. Wir waren doch schon mal hier. Da haben wir doch auch nicht so viel höhere Level gehabt. Also wir sind hier mal durchgelaufen. Na! Na! Es ist das allererste Mal passiert, dass einer von meinen Kumpanen gestorben ist. Das erste Mal. Oh krass, dann bekommt auch wirklich nur eine Erfahrung für den Krankenfall. Was zur Hölle war das denn eben? Gruselig war das, das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Meine Angst ist jetzt gigantisch, dass ich hier falsch bin. Ich hoffe, ihr wisst das. Ich möchte nie wieder eine Bombe berühren. Aber ich glaube, dass wir da auf jeden Fall irgendwo rein müssen. Aber wir können da nicht rüberfliegen, oder? Ah! Da gibt es halt noch nicht mal irgendwie eine Anbindung, ne? Das zeigt eigentlich nur an, dass rechts... mehr ist. Ah, vielleicht sind wir hier doch falsch. Das gibt's doch nicht. Tja, Freunde, was soll ich sagen? Bin komplett überfragt gerade. Kann man da oben drauf springen? Dann können wir hier nämlich vielleicht... Ah, ne. Neue Musik! Nice! Alright, ich habe keinen blassen Schimmer, wo es weitergeht. Freunde, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Bis dann, euer Brain, tüdelü, mit Ü. Kaprrr.